Vielleicht kommen wir hier gleich mal rechts rüber. Kommen wir hier hoch? Kommen wir... Ne, hier geht's... Nein, hier kommen wir nicht weiter. Und jetzt ins Wasser. Aha. Ne, hier geht's nicht rein. Komm, lass mich hier hoch. Ich will da gucken. Ich... Da gibt's... Oh nein, weiter trau... Okay, also hier geht's nicht weiter. Dann habe ich wohl irgendwas übersehen und wir kommen woanders hoch. Also auf die andere... Wir wollten ja eigentlich auf die andere Seite von diesem Felsvorsprung. Um das hier alles ein bisschen weiter zu erkunden. Leider kann ich hier nicht rennen. Ich habe eigentlich nur diese eine Geschwindigkeit. Ich kann hier gemütlich trilalala entlanglaufen und die Gegend bewundern. Also wie gesagt, kein Ducken, kein Springen. Nur laufen und gucken. Und zuhören. Das könnte auch... Also ich kann es nicht deuten, das... Naja, vielleicht erfahren wir dann noch, was das zu bedeuten hat. Momentan bin ich nur irgendwie zu doof, dieses Zeichen zu entziffern. Vielleicht soll es auch gar nichts darstellen. Vielleicht ist das bloß irgendwie eine Finte oder so. Dann würde ich sagen, müssen wir mal... Ah ja, da ist schon eine Treppe. Einmal Algen. Ich gehe mal außen rum und dann können wir gleich die Treppe dann nach oben nehmen. Und die Steine sind seine Knochen. Uah, ich mag gar nicht dran denken, was hier sich zugetan hat. Und da werden wir, da hoch werden wir jetzt laufen. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Auf jeden Fall sehr bedrückend und spannend. Und wir sind gleich da. Und was erwartet uns da oben? Was bekommen wir da jetzt zu Gesicht? Eine Kiste. Nein. Da drüben sind auch Felsen und eine Insel. Und da ist wohl noch ein Leuchtturm, auf den wir uns hier langsam zubewegen. Und ich vermute mal, da müssen wir hin und da bekommen wir alle unsere Antworten. Donnelly's book had not been taken out from the library since 1974. I decided it would never be missed as I slipped it under my coat and avoided the librarian's gaze on the way out. If the subject matter is obscure, the writer's literary style is even more so. It is not the text of a stable or trustworthy reporter. Perhaps it is fitting that my only companion in these last days should be a stolen book written by a dying man. Immerhin hat ein Buch dabei gehabt. Da war er nicht ganz so alleine. Oh nein, da will ich jetzt nicht runterfallen, um Gottes Willen. Und wir werden uns mal langsam hier auf die Pirsch begeben. Hier muss doch noch irgendwas jetzt passieren. Es fängt bestimmt gleich an zu regnen. Wenn jemand gestorben oder war dying, oder war so ill, they gave up what little hope they could sacrifice. They cut parallel lines into the cliff. Exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boat, and notice and aid, or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this, to keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Okay. So hat man also dann die Leute irgendwie bestattet. Haben wir den nicht vorhin ein Licht gesehen irgendwo da drüben bei diesem dunklen Gang? Da vielleicht... Ah, da war bestimmt irgendwie... Da war bestimmt keiner in Not. Da haben sie bloß irgendwie einen beerdigt oder was? Oder habe ich das jetzt komplett falsch gedeutet? Okay, hier geht's in zwei Richtungen. Einmal links und ein Zaun und rechts. Ich würde sagen, wir gehen rechts lang. Da kam ja irgendwie das Licht her. Also ich denke, rechts müssen wir... Da geht es eventuell nach unten zu dieser kleinen Schlucht, die wir aus dieser dunklen Höhle... We are not like Lot's wife, you and I. We feel no particular need to turn back. There's nothing to be seen if we did. No tired old man parting the cliffs with his arms.
No gifts or Bibles laid out on the sand for the taking. No tides turning or the shrieking gulls overhead. The bones of the hermit are no longer laid out for the taking. I have stolen them away to the guts of this island, where the passages all run to black, and where we can light each other's faces by their strange luminescence. Oh Mann. Er spricht auf jeden Fall in Rätseln. Können wir hier nochmal runtergucken? Also sind es doch nicht zwei Wege, ist doch nur... Doch nur ein Weg. Und was sehe ich da? Da ist irgendwie... Da sind Steine aufgehäuft. Hat das was zu bedeuten? Ich glaube nicht. Also bisher ist die Geschichte auf jeden Fall relativ abstrus. Und ich dachte, hier gibt es zwei Wege. Lass mich runter. Nein, da ist doch noch ein Weg. Verdammt. Müssen wir da jetzt... Ich wollte doch rechts lang. Lass mich... Ja, lass mich hier... Okay. Bloß nicht zurückschauen. Ich weiß nicht, ob es hier Geister gibt. Gibt es hier Geister auf der Insel? Ah. Hier gibt es auf jeden Fall ein kleines Flussbett. Und wir nähern uns, denke ich, immer mehr dieser Senke, wo das Licht herkam. Ich hoffe, das wird noch aufgeklärt. Es sieht so aus. Es sieht so aus. Ist das die Höhle, die wir von oben gesehen haben? Und da ist ein Schiff. Ein gestrandetes Schiff. Das... Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Ja, und wir müssen jetzt irgendwie zu dem Boot. Und wir müssen jetzt hier runter, ne? Können wir... Hüpf und da runter und zack. So. Und dann können wir hier hochlaufen, vermute ich. Auf der anderen Seite hoch. Aber ich wäre auch eventuell da. Aber da kann man, glaube ich... Aber ich will erstmal zum Schiff. Erstmal müssen wir gucken, was da abgeht. Ja doch. Soll das unser Herz sein, was da im Hintergrund puckert? Oh nein! Das macht mich ganz irre. Oh nein, was geht hier ab? Jetzt passiert bestimmt nichts Gutes. Das hört sich nach Funkgerät an. Ist da wer? Hallo? Hallo? Gib dich zu erkennen, du Wicht. Und wir können hier irgendwie nicht zu dem Schiff, verdammt. Ich hätte mir so gern das Schiff angesehen. I threw my arms wide and the cliff opened out before me, making this rough home. I transferred my belongings from the bothy on the mount and tried to live here instead. It was cold at night and the sea lapped at the entrance at high tide. To climb the peak, I must first venture even deeper into the veins of the island, where the signals are blocked altogether. Only then will I understand them, when I stand on the summit and they flow into me, uncorrupted. Was hat das alles zu bedeuten? Vielleicht können wir dann da durchs Wasser schwimmen und zum Schiff irgendwie kommen, aber... Oh nein. Was? Wer hat denn schon wieder diese Höhlen bemalt? Ich dachte schon, das wäre gerade ein Sarg oder so. Das sah echt so geschnitten aus wie so ein Sarg. Oh, und schon wieder nasse Füße. Na super. Ich stelle hier wieder alles auf den Kopf. Was... Oh, da dachte ich erst, aber das wäre ein Totenschädel. Ich bin hier komplett irgendwie... Boah. Von uns sah das aus wie so ein Schädel, aber das ist bloß so ein oller Top. Was ist das? Das ist... ein Baum oder so. Oder irgendein... Und das sieht schon wieder aus wie das Zeichen von Phon. Ha, ha, ha. C-C-H-H-H. Oder O-H. Oder... Das könnte irgendein chemisches Element sein, würde ich vermuten. Was mir aber auf jeden Fall nicht bekannt ist. Und hier muss jemand... Tonnen... Ist das ein... Das ist ein Schlafsack, oder?
Und ich bin gerade darüber gelatscht. Hier scheint jemand tonnenweise Farben hochzuschleppen, nur um irgendwelche Zeichen zu geben. Aber das kann man leider nicht lesen. Da hat auf jeden Fall jemand ordentlich was gepichelt und dazu noch was geschrieben. Verwirrend. Und da sind mehrere Stalaktiten, oder was? Oder Stalagmiten? Keine Ahnung. Wer malt denn hier diese Ach, ich dachte, da liegt irgendwas. Da liegt schon einer, aber das sieht nach lecker Abendessen aus. Das würde, glaube ich, noch nicht mal ein Hund essen. Und das Toastbrot ist ordentlich verschimmelt. Und das Fass ohne Boden, okay. Sehr merkwürdig. Das ist mir ein Rätsel, was das darstellen soll. Das sieht aus wie Bäume. Wirres Zeug. Naja, wenn man so langsam einsam auf einer Insel hier sich die Zeit totschlagen muss, dann wird man irgendwie irre und fängt irgendwie an, sich zu beschäftigen. Könnte mir gut vorstellen, dass das ein ganz netter Mensch ist, der da einfach nur ein bisschen Kack im Kopf hatte und dann meint, der müsste was malen. Aber vielleicht deute ich das alles nur falsch. Und ich muss jetzt irgendwie zu dem Schiff. Ich will da gucken, was... Da war irgendwie Funkgerät oder irgendwas habe ich da gehört. Und kommen wir hier hoch? Ja, wir können hier hoch. Wunderbar. Lass mich weiter. Lass mich... Komm. Er will nicht. Wir können da nicht rein. Da sind wir... Ich muss zu dem Schiff. Lass mich zu diesem... Oh. Nein. Nein. Komm, schwimm. Schwimm. Ich will zu dem Schiff. Können wir hier hoch? Können wir... Nein. Können wir nicht. Ich muss zu dem Schiff. Schwimm. Komm, komm da hoch, komm, hoch da. Komm, aber wir kommen hier nicht... Nein! Ich vermute mal... Oh, nein, 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 nein! Komm zurück, komm nach oben! Nein! Ah, verdammt. Come back. Und ich bin zurückgekehrt. So ein Mist. Wir können uns nicht das Schiff angucken. Ich habe mir da Antworten erhofft. Und du lässt es nicht zu. Ah! Er will es nicht. Dann müssen wir hier den vorgegebenen Pfad folgen. Und werden ganz traurig durch diese Musik. Was ist hier nur Schreckliches passiert? Da war ein Licht. Ich sah es zum letzten Mal. Es leuchtete wohl vom Schiff. Aber ich mochte nicht das Schiff besuchen. Und ich blickte ein letztes Mal und entschloss mich zu gehen.